Jetzt gebe ich die letzte Frage mal rein, Herr Gersdorf. Ist da schon fast die Möglichkeit einer Einigung hier auf dem Podium oder trauen Sie Frau Hieronymi nicht zu, da so staatsfern zu sein? Nein, also ich werde gehört, ja. Die Unvereinbarkeit der Wahrnehmung staatlicher Ämter einerseits und der Wahrnehmung entsprechender Funktionen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist bei weitem nicht in allen Rundfunkgesetzen sichergestellt. Das Zweite Deutsche Fernsehen ist das beste Beispiel dafür, dass das eben nicht der Fall ist. Und es ist teilweise faktisch erreicht beim Norddeutschen Rundfunk. Ich erwähne nochmals die herausragende Arbeit, die Jobst Ploog zu seiner Zeit noch geleistet hat, der faktisch den NDR im Wesentlichen entstaatlicht hat. Aber die rechtlichen Rahmenbedingungen sind noch nicht so, dass die Unvereinbarkeit der Wahrnehmung staatlicher Funktion und der Mitgliedschaft in den Gremien tatsächlich sichergestellt ist. Das genau brauchen wir, diese Inkompatibilitätsvorschrift. Herr Sommer, wenn wir das jetzt wollen wir nicht aus der ZDF-Diskussion eine WDR-Diskussion machen, aber ich sage mal, die Tendenz von dem, was Frau Hieronymi gesagt hat, können Sie damit leben oder nicht? Wenn der Anspruch erfüllt wird, könnte ich sagen, das ist eine Diskussionsgrundlage. Ich möchte nur auf eins hinweisen. Natürlich diskutieren wir heute über Staatsferne. Aber es gibt ja noch andere Einflussfaktoren auf die Gestaltung von Programmen und Personal als nur den Staat und die Politik. Nehmen wir mal die Wirtschaft. Also ich bin noch zu einer Zeit groß geworden, wo wir ohne Börsenberichte leben konnten. Das gibt es ja, also nur für diejenigen, die sich daran nicht mehr erinnern können. Hat es mal gegeben, ja. Also weil nehme das nur als ein Beispiel dafür, dass ich glaube, tatsächlich muss man zwei Sachen machen. Da bleibe ich dabei. Sie müssen die Unabhängigkeit bei der Besetzung weitestgehend regeln. Inkompatibilitäten muss man regeln. Es gibt zum Beispiel die Inkompatibilitäten zwischen der Mitgliedschaft in der Bundesregierung und der Mitgliedschaft in einem Aufsichtsrat. Das hat man da niederzulegen. Das ist auch völlig in Ordnung. Ja? Ich will das ausdrücklich sagen. Es kann aber auch nicht so sein, dass man sagt, Gesellschaftspolitik findet dann statt, wenn diejenigen, die sich in der Gesellschaft engagieren, nicht mehr dabei sind. Das geht nämlich auch nicht. Zum Beispiel Parteien. Das sind diejenigen, die gesellschaftliche Meinungs- und Willensbildung wesentlich mittragen. Die haben dort auch eine Funktion. Die Frage, ob sie da beherrschend sind oder nicht, das ist eine andere Frage. Aber sie auszusperren oder wichtige gesellschaftliche Organisationen auszusperren, Frau Hieronymi hat ja ein paar genannt, Sportbund zum Beispiel. Wenn Sie die Bedeutung der Sportberichterstattung sehen, dann bin ich zum Beispiel der Überzeugung, dass der organisierte Sport auch in die Aufsichtsgremien mitgehört. Das ist meine persönlich feste Überzeugung. So, und dann müssen Sie auswählen als Gesetzgeber. Übrigens, der vielgelobte NDR hat ja seine Staatsverträge mehrfach verändert, immer mit dem Ziel, übrigens auch den Arbeitnehmereinfluss zurückzudrängen. Auch darauf möchte ich nur aufmerksam machen. Es geht nämlich dann auch darum, wie die Gesellschaft abgebildet wird und zu welchem Zeitpunkt. Ich nehme an, dass heute im Jahre 2013 möglicherweise die gesellschaftliche Bedeutung der Gewerkschaften anders gesehen wird von Politikern, die dann in Landtagen sitzen, als noch im Jahre 2003 oder 2004. Ja, so, weil das ja auch, ich gestatte mir nur diesen dezenten Hinweis. Ich wollte Ihnen an dem Beispiel nur sagen, ich glaube, man muss schon sehen, dass man nacharbeitet und möglicherweise, der Kurt Beck hat da natürlich etwas mehr Erfahrung dabei, als ich die jemals einbringen könnte, gerade bei so einem Staatsvertrag wie dem ZDF-Staatsvertrag, wo die Zustimmung von 16 Ministerpräsidenten brauchen, um überhaupt was auf den Weg zu bringen. 16 Länderparlamente mit den unterschiedlichsten Mehrheiten zustimmen müssen. Im Prinzip so einen Mechanismus einzubauen, dass man sagt, alle 10 Jahre überprüfen wir die Wertigkeit der Zusammensetzung. Ja, also so eine, wenn man so will, so eine Revisionsklausel einzubauen, zwingend, das wäre zum Beispiel ein Punkt, weil Gesellschaft sich da auch ändert. Also wir haben über Migration geredet, ich habe vorhin über den Bund der Verfolgten des Stalinismus geredet. Das war alles mal zu einer Zeit richtig und man muss überprüfen, ist es auch morgen richtig. Wir haben heute noch Vertreter der deutschen Angestelltengewerkschaft in Rundfunkräten. Ja, obwohl die schon lange in der Gewerkschaft Verdi aufgegangen sind, wir nehmen das gerne hin, ja, aber mal das gesetzlich anzugucken, würde ja Sinn machen. Ja? Herr Beck, da würde ich Sie jetzt genau gerne fragen, halten Sie sowas für richtig, denn immer wieder mit 16 Ministerpräsidenten da in die komplette Runde zu gehen, kann man das einbauen, dass sich das verändert? Ich glaube, einbauen kann man es nicht, wer dann reinkommt, denn dann würde man ja vorausschauen und sagen, wer ist denn in 10 Jahren unter Umständen relevanter zum Abbilden der Gesellschaft. Ja, dass es einen automatischen Mechanismus gibt vielleicht. Ein Automatismus zu sagen, es wird dann evaluiert. Und da könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass man einen Rat der
weißen Frauen- und Männerberuf zu sagen, und die geben Anregungen. Ja, die gucken mal hin zu sagen, wie hat sich denn das Bild in der Gesellschaft verändert und wäre es nicht sinnvoll? Und an solchen Anstößen, glaube ich, käme auch eine Ministerpräsidentenkonferenz oder eine Rundfunkkommission, die das vorbereitet, was dort entschieden wird, nicht einfach vorbei. Also da könnte man sich durchaus aus der Gesellschaft heraus von Leuten, die ein Stück nicht mehr im Alltag so drin sind, vorstellen, dass Impulse kommen, die dann de facto eine starke Wirkung haben. Der Jure werden am Ende die Parlamente wieder entscheiden müssen. Ich gehe jetzt nochmal runter und hole nochmal Fritz Wolf an dem Punkt da rein. Der Rat der Weisen, lauter Fritz Wolf wird jetzt geklont und die sitzen dann alle da. Kann das funktionieren? Nein, das kann sicher nicht funktionieren. Also das Prinzip der Gremien ist ja gerade, dass nicht ausschließlich Sachverstand dort sitzt, sondern dass in den Gremien Menschen sitzen, die eben aus dem praktischen Leben kommen, aus den praktischen Berufen kommen, die aber von denen zunehmend mit dem Mediensachverstand notwendig wird. Das ist ja die Grundidee der Gremien, dass da nicht lauter Experten sitzen. Allerdings werden... Ich glaube, das war missverstanden. Da war sozusagen die Experten, die Weisen schlagen vor, wer rein soll. So habe ich Sie verstanden. Es geht darum, eine Gruppe von Leuten zu haben, die der Politik, in dem Fall den Landtagen Richtig. Oder den Ministerpräsidenten, den Impuls geben, guckt mal, ob sich nicht die Bedeutung jener Gruppierung in der Gesellschaft gegenüber anderen verändert hat. Diesen Impuls geben. Sonst sind wir völlig einig. Als Impulsgeber, d'accord? Ja, klar. So sehe ich das auch. Gut, okay, haben wir da schon mal einen Schritt erreicht. Nicht, dass mir hier die Fragen ausgehen. Wir haben so eine knappe halbe Stunde und wir haben ja gesagt, dass wir Ihren Sachverstand gerne mit einbinden wollten. Was haben wir noch nicht diskutiert? Was sollten wir unbedingt noch mal nehmen? Es ist ein bisschen schwierig, weil es dunkel ist, darum sehe ich nicht, wenn Sie sich alle gleichzeitig melden. Ich komme zu Ihnen, warten Sie. Wenn Sie dann auch so freundlich sind, sich vorzustellen. Das Mikrofon, haben Sie schon gelernt, gibt der Moderator nie aus der Hand. Es hat Gründe. Ich heiße Klaus Fischer aus Köln, bin 77 Jahre alt. Mein ganzes Leben lang war ich neugierig. Ich bedauere, dass die Diskutanten hier aus ihrer Sicht, aus ihrer deutschen Sicht, diese gewachsene Fernsehlandschaft, die Strukturen beurteilen. Ich habe mich immer gehalten, weil ich bei Englisch studiert habe, an der guten alten BBC. Die hat eine vollkommen andere Struktur. Die hat 21.000 oder 25.000 Angestellte, hat einen Etat, den man nachher aufteilt, glaube ich, auf 170 Euro im Jahr. Sie hat früher gehabt einen Board of Governors. Heute hat sie eine Struktur, wo so typisch englisch, glaube ich, 12 Mitglieder als Oberorgan bestimmen. Und ich glaube, der Vorsitzende ist gleichzeitig der Vorsitzende des Kontrollorgans. Das heißt dann the BBC Trust. Und da sitzen die Vertreter drin der 4 Länder von Großbritannien. Und Journalisten, das wäre eine Frage an Sie, darüber müssten Sie, glaube ich, mal nachdenken, Herr Zuhaile. Journalisten, die Merits haben, die verdienstvoll für das Land und die Fernseh- und Rundfunkzuschauer in Großbritannien nahezu täglich eintreten. Das würde ich mir wünschen. Diese Frage des Föderalismus, ich meine, wir sind ja schon, was die Fragen der Bildung angeht, mit dem Föderalismus gescheitert. Und früher hatten wir die Kurfürst... Da machen wir eine eigene Diskussion drüber, genau. Da machen wir eine eigene Diskussion. Ich würde das gerne mal reingeben, aber bevor wir es da oben diskutieren, nicht über Föderalismus, wollen wir nochmal den Experten Fritz Wolf vielleicht dazu hören. Stichwort BBC. Können wir was lernen oder sind wir dann bei der ganz praktischen Antwort von Herrn Beck? Kriegen wir sowieso nicht hin, weil wir das, oder das haben Sie, glaube ich, auch gesagt. Ich glaube, es wäre ein Systemwechsel und ich sehe keine politische Basis für einen Systemwechsel. Ich halte beides für mögliche Modelle, aber ich sehe keinen Grund für einen Systemwechsel, keine politische Kraft dafür. Herr Beck, Sie haben am lautesten widersprochen, deshalb sind Sie als Erster dran.
Also ich sehe auch nicht, wo da der Systemwechsel war. Er hat eben selber gesagt, die vier ja, mehr oder weniger verfassten Regionen Großbritanniens entsenden ihre Vertreter. Wo ist denn da der Systemwechsel zu 16 deutschen Ländern, die nur besser, die 16 Länder besser legitimiert sind als die englischen Teilregionen? Also Vorsicht, da sehe ich den Systemwechsel nicht. Was man sich als Systemwechsel überlegen könnte, wäre die Frage, machen wir so etwas wie eine Urabstimmung, wie wir es in der Sozialversicherung kennen. Allerdings, dieses Beispiel reißt mich auch nicht vom Hocker. Nicht? In der Praxis, muss man doch sagen. Aber das wäre ein denkbarer Weg eines Systemwechsels, wenn man da raustreten will. Alles andere ist innerhalb des Systems aus meiner Sicht nur eine andere Wichtung der Bedeutungen. Und jetzt sage ich auch mal, wenn ich, die BBC ist die rühmliche Ausnahme, aber wenn ich ansonsten mich weltweit umgucke, so schlecht sind die Ergebnisse ja nicht unseres öffentlich-rechtlichen Rundfunks bei aller Kritik. So schlecht sind sie nicht im Vergleich zu anderen Regionen, wo wir ja eine ganz andere Staatsunmittelbarkeit haben, beispielsweise über das Aufbringen der Beiträge, wo das über Steuern geschieht und sie dann eine andere Steuermöglichkeit haben, als wir es jetzt haben. Frau Rösner? Also es ist schon ein Systemwechsel dahingehend, weil die BBC beispielsweise in den Trust Leute aufnimmt, die sich richtig bewerben müssen, die ein Bewerbungsverfahren durchlaufen müssen, die auch eine Kompetenz in der Medienlandschaft haben müssen. Und das ist in der Tat ein komplett anderes System. Und das Bundesverfassungsgericht hat aber in der Vergangenheit häufiger auch festgestellt, dass wir dieses System der Meinungsvielfalt eben auch abgebildet haben wollen in Form der Gremien. Was aber nicht dagegen spricht, ist, dass man sich externen wissenschaftlichen Sachverstand dazu holt. Das, denke ich, wäre dringend notwendig, weil natürlich nicht jeder Vertreter oder Vertreterin sich in medienpolitischen Fragen auskennt oder in Wirkungsforschung oder sonstigem. Und da ein Budget zum Beispiel zu haben, um Gutachten in Auftrag geben zu können, um sich vielleicht in Ausschusssitzungen oder auch in den Rundfunkrat, Fernsehrat selber externen Sachverstand reinzuholen, das fände ich zwingend notwendig, weil ich glaube, das würde auch die Qualität und die Arbeit insgesamt erleichtern und würde bestimmte Sachen eben professionalisieren. Ne? Darum geht es ja auch ein Stück weit. Frau Hieronymi hatte das ja eben auch angesprochen. Ihre Wortmeldung hat viele Reaktionen ausgelöst. Also machen wir in der Reihenfolge weiter, Herr Gerstorf. Ja, ich bin sehr dankbar für den Hinweis. In der Tat muss man sich immer die Situation im Ausland anschauen, in Europa, aber auch sonst in der Welt. Also erst einmal teile ich voll und ganz Ihre Auffassung, Frau Rösner, dass wir das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem nicht kaputt reden sollten, sondern auf die publizistischen Leistungen dieses Systems erstmal stolz sein sollten. Also bei aller Kritik, die ich sicherlich auch habe, sollte man das nie vergessen. Ich könnte mir durchaus weniger Gebühren, beitragsfinanziertes öffentlich-rechtliches System vorstellen, als zum Beispiel Frau Rösner. Wir haben da in der Enquete-Kommission Internet, digitale Gesellschaft intensiv darüber diskutiert, auch gestritten, aber das ist ja so schön. Aber dass man sich erstmal bekennt zu diesem System, ist etwas Großartiges und darauf sollten wir auch stolz sein. Das sollten wir auch nicht so leichtfertig hergeben. Nur, gerade wenn wir das retten wollen, dann muss man sich schon fragen, ob die Strukturen so noch zukunftstauglich sind. Und Sie haben das Beispiel BBC gebracht. Sie haben jetzt nur BBC Trust gebracht. Sie müssten auch oder sollten auch zugleich erwähnen, die Ofcom. Der BBC-System unterliegt einer externen Aufsicht in der Gestalt der Ofcom. Und wir müssten in Deutschland vielleicht auch mal die Frage stellen. Ich will wirklich nur die Frage stellen, ja, überhaupt nicht beantworten, ob es nicht sinnvoller wäre, aus dem bislang internen Gremium ein externes Gremium werden zu lassen, das genauso gesellschaftlich legitimiert ist, allerdings ohne Staatseinfluss, das dann aber nicht nur für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zuständig ist, sondern die Medien insgesamt beurteilt. Also zum Beispiel bei der Frage, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk im Internet machen soll, genau unabhängig analysiert, welche Defizite im kommerziellen, privaten, auch online, nicht nur linearen Rundfunksystem, sondern auch online im System vorhanden ist und wo in jedem Fall der öffentlich-rechtliche Auftrag ebenfalls realisiert werden muss.
Das setzt aber voraus, dass wir eine unabhängige Aufsichtsinstanz haben, die nicht verwoben ist mit dem System. Deswegen wünschte ich mir eine externe, pluralistisch zusammengesetzte Aufsichtsinstanz für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich halte das übrigens auch deswegen für sehr, sehr wichtig, weil die eigentlichen Innovationen in Zukunft ja nicht vom linearen Bereich ausgehen. Das wissen wir auch, dieser Bereich wird weiterhin Bestand haben, aber da gibt es keine Expansion mehr. Der eigentliche Gesprächsbedarf bezieht sich ausschließlich auf On-Demand, auf die Internetaktivität, nennen wir das jetzt mal so, dass es jeder verstehen kann. Darüber muss dann gesamtheitlich diskutiert werden. Es muss gefragt werden, ob und inwieweit das gesellschaftliche Engagement, da gucke ich vor allem die grünen Politiker an, nicht vielleicht ausreicht, ob wir wirklich für alles, so wie wir es im linearen Bereich für erforderlich gehalten haben, aus den Beiträgen finanzieren müssen oder, ich gucke ja auf die Start-up-Situation vor allem in Berlin, aus der Gesellschaft das nicht wachsen kann. Das setzt aber alles eine unabhängige Aufsichtsinstanz voraus, die nicht nur an den Ländergrenzen markiert, sondern für ganz Deutschland und wahrscheinlich sogar Europa zuständig ist, aber vor allem aus dem öffentlich-rechtlichen System herausgelöst wird, ohne damit aus der gesellschaftlichen Legitimation herausgelöst zu werden. Darüber müsste man zumindest diskutieren. Ich glaube, die Diskussion wird hier auch in Deutschland zu führen sein. Herr Sommer, dann haben wir ein neues Megagremium. Welche Gefühle beschleichen Sie, wenn Sie das hören? Mehr als, doch ungute. Ich wollte nur eigentlich zwei Anmerkungen machen. Das eine ist, natürlich müssen wir uns angucken, was am Beispiel Großbritannien gut und was schlecht ist, was sich dort möglicherweise besser entwickelt hat. Ich gucke ab und zu mal so am späten Abend Dreisat. Und da kommt ja immer die Nachrichtensendung von ORF 2. Ich würde mir die Spritzigkeit dieser Sendung sowohl beim Heute-Journal als auch bei den Tagesthemen mal wünschen, übrigens auch eine journalistische Unabhängigkeit gegenüber den Gesprächspartnern, die da existiert. Obwohl das ORF-System nicht unbedingt der Vorteil und das Vorbild ist für das, was wir machen sollten, denn dort ist der Parteieneinfluss nach meiner Einschätzung, nach meiner Kenntnis stärker als in Deutschland. Ich will sagen, was man damit macht, man muss das auch hingucken. Auf der anderen Seite, wir kennen viele gesellschaftliche Bereiche, wo wir immer sagen, guck doch mal darüber. Gestern sprach mich auf dem Gewerkschaftskongress der NGG der Oberinnungsmeister der Bäckerinnung an und sagte, wollen wir denn nicht den Kündigungsschutz machen wie in Dänemark? Da habe ich zu dem gesagt, ja, wenn wir das übrige dänische Sozialsystem in Deutschland auch einführen, können wir uns darüber unterhalten und ansonsten nicht. Ja? So, also will damit sagen, es gibt natürlich auch das, was man in der Sozialpolitik zum Beispiel die Fahrtabhängigkeit nennt. Man kann nicht 50, 60 Jahre Entwicklung einfach zurückdrehen. Da hat sich etwas entwickelt in Deutschland, auch mit seinen Spezifika und möglicherweise gucken die Briten auch ganz gerne auf Deutschland und sagen, guck mal, was die da haben, hätten wir auch gerne. So, im zweiten Punkt möchte ich noch gerne nennen, noch zwei Punkte kurz, Professionalisierung. Das Stichwort kommt ja immer, Unabhängigkeit, Expertengremien, Professionalisierung. Ich warne alle Neugierigen davor, wir kennen die Diskussion zum Beispiel auch aus der Unternehmensverfassung in Deutschland, dann wird dann gesagt, also da müssen dann die Profis rein und zum Schluss ist das dann eine Versammlung von Anwälten und zum Schluss sind die eigentlich Betroffenen nicht mehr in den Gremien. Ich warne davor, ich sage es jetzt mal, wie ich das meine, auf den Leim zu gehen, dass wir uns vorbereiten auf Sitzungen, dass wir anständige Zuarbeit haben, dass wir auch die Zeit dort verbringen, dass wir dort nicht nur, das ist selbstverständlich, aber das ist noch lange etwas anderes, als eine quasi Unabhängigkeit zu suggerieren, die es in der Form nicht gibt. Dritter Punkt ist der, ich will nur darauf hinweisen, wir diskutieren heute über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, behaupte aber, für das, nennen wir es mal System Merkel, ist die Existenz des Springer Verlages mindestens genauso wichtig wie die Existenz des ZDF. Und deswegen sage ich, wenn wir dann schon darüber reden, wie Medien verfasst sind, dann muss man auch sehen, dass man nicht isoliert nur über diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk reden darf. Das haben Sie auch nicht getan, das habe ich eben sehr wohl verstanden. Sie haben ja eine andere Vorstellung. Dieses durchzusetzen in der deutschen Wirtschaftsordnung dürfte noch ein bisschen schwieriger sein als die Frage, über die wir vorhin diskutiert haben. Will nur sagen an der Stelle, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat natürlich seine Ursprungslegitimation auch ein Stückchen dadurch verloren, dass politisch, und ich kann mich da noch sehr genau dran erinnern, mit dem Aufbau des Kabelprojektes Ludwigshafen und der Verkabelungspolitik eines damaligen CDU-Postministers Dr. Schwarz-Schilling praktisch
die Bedeutung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks umgemodelt wurde in ein duales System bei den elektronischen Medien. Und das ist die Situation, über die wir heute auch reden. Ich kann doch nicht nur über den öffentlichen rechtlichen Rundfunk reden und zum Beispiel Sat.1 oder ProSieben oder Ähnliches mehr einfach außer Acht lassen oder RTL. Das möchte ich an der Stelle dann auch sagen. Da muss man dann insgesamt darüber reden. Und ich glaube, vielleicht fürs nächste Jahr, Otto Brenner Stiftung, komme ich dann gerne als Zuhörer, dann bin ich ja nicht mehr in Funktion, dann würde ich auch mal ganz gerne darüber reden, was wir eigentlich mit der Medienaufsicht und den Medienanstalten anstellen und nicht anstellen. Das ist mindestens auch des Schweißes der edlen Wert in der Fragestellung. Frau Hieronymi, Sie wollten auch noch mal da, Stichwort BBC. Ja, ich möchte erstens darauf hinweisen, wenn Sie wirklich den internationalen Vergleich nehmen, neben dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Großbritannien, der BBC, und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland, gibt es in Europa keine vergleichbar starke und journalistisch anspruchsvolle vergleichbare Institution. Sie sind aber nicht nur in Europa, sondern in der Welt. Und insofern, finde ich, sollten wir erstmal auf unser öffentlich-rechtliches System wirklich stolz sein und daran arbeiten, dass es seine Akzeptanz in der Bevölkerung behält. Denn wenn die verloren geht, dann haben wir kein Halten mehr. Und aus diesem Grund, die Struktur, der Aufsichtsstruktur der BBC, die hat auch ihre Vorteile. Aber ich finde, unsere hat auch ihre Vorteile durch ihre Verankerung in der Bevölkerung. Wenn denn hinreichend deutlich wird für die Bevölkerung, dass sie repräsentiert ist und dass klar wird, diese Aufgabe wird im Interesse der Allgemeinheit erfüllt. Und insofern war ich über das Thema Ihrer diesjährigen Tagung und über die Studie von Herrn Wolf so froh, weil wir ein gutes System haben, das aber verbessert werden muss und fortentwickelt werden muss. Und ich will jetzt gar nicht zu der Frage des ZDF-Fernsehrates sprechen, aber die aktuelle Diskussion, und da wird das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Aber auch bei den ARD-Gremien, wo wir diese Fragestellung so nicht haben, brauchen wir in der Tat mehr Engagement, sowohl der Gesetzgeber zur Unterstützung der Arbeit der Gremien, auch zur Kontrolle der Arbeit der Gremien, als aber auch der Blick, der intensivere Blick der Entsenderorganisationen. Was machen denn unsere Vertreter in den Gremien? Also alle zusammen. Die Gremien selbst müssen ihr kritisches, aber auch an die Öffentlichkeit gerichtetes Selbstverständnis verstärken. Wir haben dieses Geld, diese Möglichkeiten, um externe Expertise in Auftrag zu geben, Experten einzuladen. Da sollten aber dann nicht die Fernsehdirektoren oder die Hörfunkdirektoren oder die Intendanten denken, das wäre gegen sie gerichtet, das wäre eine Konkurrenz, sondern das ist dann eben im Auftrag der Allgemeinheit und im Sinne des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, dass die Gremien ihre Arbeit wahrnehmen. Also vor diesem Hintergrund, das System ist, finde ich, grundsätzlich sehr verteidigungswürdig. Die Strukturen sind zu verbessern, zu optimieren, aber bitte richten Sie sie darauf, dass Sie Ihre Aufgaben gut erfüllen können. Das, glaube ich, wird die größte Stärkung der Legitimation für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, soweit Sie die Gremien leisten können. Ich möchte hier nochmal das Programm betonen, denn das ist ja die eigentliche Grundlage, auf der unsere Legitimation für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wachsen muss. Da wir hier auf die Schlussgerade einbiegen, war das erstmal, der Beifall ist Ihnen gegönnt, bitteschön. War das schon so eine Art Schlusswort, deshalb muss ich Sie jetzt nicht wieder fragen. Jeder von denen hat da noch ein bisschen was, aber wir haben auch nur noch fast wenige Minuten. Deshalb, Herr Sommer, und auch an die anderen jetzt kurz die Frage: Was erwarten Sie von dem Urteil, wenn wir in einem Jahr hier wieder diskutieren würden? Welche Leitplanken kann dieses Urteil setzen, was da kommen wird? Und wie kann sich das System verbessern? Ganz kurz. Nehmen Sie das Mikro. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass das Bundesverfassungsgericht bei der Linie seiner Rechtsprechung bleibt und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und das öffentlich-rechtliche Fernsehen sozusagen in seinem Bestand
dauerhaft sichert. Da hat es ja viele Stationen gegeben, wo wir dankbar sein können, dass es das Bundesverfassungsgericht gibt. Zweiter Punkt ist, ich glaube, dass man den Begriff der Staatsferne so definieren kann, dass man den beherrschenden Staats- und Parteieneinfluss, der möglicherweise gesehen wird, reduziert, ohne, ich sage bewusst, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Nach meiner Einschätzung gehören auch zum Beispiel Parteienvertreter in diese Gremien und insgesamt die gesellschaftliche Funktion stärkt und damit auch die Akzeptanz stärkt und möglicherweise auch die entsendenden Gremien sich jeweils auch stärker dafür interessieren, was ihre Vertreter in diesen öffentlichen rechtlichen Anstalten dann auch tatsächlich tun. Bis auf den einen Punkt Zustimmung, Herr Gersdorf. Ja, nochmals, gesellschaftlich relevante Gruppen gehören selbstverständlich in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, in die Gremien, dazu gehören die Gewerkschaften, die Unternehmerverbände, wahrlich nicht nur diese, weil die Gesellschaft auch noch andere Facetten hat, zum Beispiel den Sport, den nicht nur Sie hoffentlich besonders erwähnen, sondern auch andere. Aber davon eben ist zu unterscheiden, sind staatliche Funktionsträger. Wir dürfen nicht alles vermengen, das sagen alle, die für das Gemeinwohl kämpfen, gleich Gesellschaft und gleich Staat sind. Staatliche Funktionsträger leiten sich aus Wahlen ab, demokratisch legitimierte Wahlen und gründen auf völlig anderen Legitimationssträngen. Und genau diese staatlichen Funktionsträger sollten, und das ist meine Hoffnung, vom Bundesverfassungsgericht eben aus den entsprechenden Gremien hinaus befördert werden. Das ist die Hoffnung, die ich an die Entscheidung habe, dass wir nicht wieder dabei bleiben, ob die Beherrschungsgrenze im Einzelfall erreicht oder nicht erreicht ist. Sie scheint beim ZDF-Fall jetzt evident überschritten zu sein. In anderen Fällen streiten wir dann darüber wieder, sondern ich wünschte mir die Beantwortung der Frage, ob es überhaupt legitim ist, dass staatliche Funktionsträger in den Gremien sitzen. Nochmals, Parteienvertreter sind damit nicht gleichzusetzen. Solange ein Generalsekretär nicht zugleich ein Abgeordneter ist oder ein weiteres staatliches Mandat innehält, kann er in einem solchen Gremium sitzen. Andere Parteienvertreter auch, andere gesellschaftsrelevanten Gruppen sehr wohl, aber bitte keine staatlichen Funktionsträger. Das bezieht sich nicht nur auf Ministerpräsidenten, sondern auch auf MDLs und MDBs. Herr Beck. Ich glaube, dass ich meine Position ja deutlich gemacht habe. Ich bin da ganz eng bei dem, was Michael Sommer angesprochen hat. Ich hoffe allerdings sehr, dass die Diskussion nicht in eine Richtung gedrängt wird, sowas wie eine Royal Commission oder sowas zu bilden. Das sind für mich vordemokratische Vorstellungen. Vordemokratische Vorstellungen. Ich möchte wissen, woher diese Leute legitimiert sind. Sie werden sehen, das wird einen Schub ins Konservative unsere Gesellschaft bringen, wenn man so etwas macht, dass uns noch die Ohren schlackern werden. Denn da werden ganz andere Machtinteressen dann eine Rolle spielen als innerhalb des öffentlichen rechtlichen Rundfunks und innerhalb der Parteien. Ganz andere Machtinteressen eine Rolle spielen. Siehe jetzt die Auseinandersetzung Printmedien gegenüber öffentlich-rechtlichen Apps und so weiter. Das ist ein Abglanz. Zweiter Punkt in aller Kürze. Ich kann nicht verstehen, wie man nach einer stärkeren zentralen Kompetenz für die Kontrollberufung ruft und gleichzeitig bejammert, dass es zu viel Konzentration von Macht, dort auch politischer Macht gibt. Wenn man das beim Bund konzentriert, werden wir die Brechung der Macht durch die Konzentration jetzt bei 16 Ländern mit unterschiedlichen Machtstrukturen natürlich immer auf die Gefahr wird unendlich wachsen, dass die jeweilige vorherrschende Farbe, gerade wenn ein paar Mal nacheinander die gleiche Farbe auf Bundesebene regiert, sehr beherrschend sein wird, auch für die Sicht der Dinge. Nicht böswillig, aber weil man es eben so sieht und weil da nur eine Sicht der Dinge und keine Brechung dieser Macht mehr dazwischen ist. Und ich hoffe zum Dritten, dass wir jetzt beweisen an einer ganz spannenden Frage, wie wir denn a. die Bedeutung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im dualen System und b. seine Bescheidung hinkriegen. Wir haben ja erstmals jetzt offensichtlich die Situation, dass wir ein bisschen mehr Geld in der Kasse haben. Und ich wünsche mir jetzt eine Diskussion, hätte ich mir auch hier mitgewünscht, eine Diskussion darüber, wie gehen wir damit um. Entweder wir setzen auf die hohe Kante und die KEF kontrolliert, dass es in den nächsten Jahren eben sukzessive eingesetzt wird für die Aufgaben, oder wir senken die Beiträge.
Oder das Dritte, was ich mir wünsche, wir machen eine Kombination zwischen Beitragssenkung und Werbefreiheit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, um eine klare Unterscheidung zu privaten Angeboten hinzukriegen. Ich glaube, da spielt die Musik neben einer klaren Struktur hinsichtlich trimedialer Auftritte, also der Frage, wie gehen wir mit der digitalen Welt um. Darüber würde ich mir eine Diskussion wünschen und ich bin ziemlich sicher, dass die Reduktion der politischen Einflussnahme nach der Entscheidung Karlsruhe kommen wird. Aber der Blick muss, glaube ich, jetzt schon weitergehen. Frau Rösner. Also als ehemalige Journalistin und Mitarbeiterin des ZDF hoffe ich natürlich, dass wir im Nachgang dieses Urteils, also ich bin davon überzeugt, das Bundesverfassungsgericht hat immer Urteile gesprochen, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gestärkt haben und das ist auch gut so. Es wird Leitplanken einschlagen, es wird nicht en Detail sagen, welche gesellschaftlichen Gruppen jetzt da drin vertreten sein sollen, aber es wird die Staatssphäre möglicherweise definieren und da vielleicht sogar eine Quote vorgeben. Aber was es eben auch gefragt hat, ist, wie können wir denn mehr Transparenz herstellen? Und ich glaube, das ist etwas, was zentral ist, weil Frau Hieronymi hat es eben angesprochen, die Akzeptanz natürlich unheimlich gelitten hat und die Glaubwürdigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks eben durch die Causa Brenner. Und wenn wir von Transparenz sprechen. Ich glaube, die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer wissen überhaupt nicht, dass es diese Gremien gibt. Und schon gar nicht, wer sie in diesen Gremien überhaupt vertritt. Und ich würde mir wünschen, dass wir im Nachgang genau darüber eine öffentliche Debatte auch führen und dass auch die Gremienmitglieder beispielsweise, und das ZDF ist da restriktiv ohne Ende, auch nach außen gehen kann und darüber diskutieren kann, gerade was programmliche Fragen angeht. Ist es sinnvoll, dass die ARD wirklich jeden Abend eine Talkshow, die sehr ähnlich konzipiert ist, hat? Oder ist es berechtigt, dass beispielsweise die Sportrechte in der Form erworben werden und steht das eigentlich noch im Verhältnis zu dem restlichen Programm? Also gerade was programmliche Fragen angeht, leuchtet es mir nicht ein, warum das nicht öffentlich debattiert werden kann, weil nur so kann man die Akzeptanz nämlich wieder hinbekommen. Ich gehe noch mal auf Fritz Wolf zu, mit dem haben wir angefangen und mit dem wollen wir fast aufhören. Also mir scheint noch Folgendes wichtig, zwei Sachen möchte ich sagen. Erstens, wir reden alle vom ZDF, niemand redet von Deutschlandradio und Deutschlandfunk, die eine erhebliche Staatsquote haben, erstens. Wo das Problem also durchaus steht. Zweitens, ich erwarte mir auch von dem Rundfunk, von dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass da einiges gerade gerückt wird. Für mich ist das aber auch Politik von oben. Ich habe diese Studie geschrieben, um die Position derer zu stärken, die etwas zu verlieren haben, wenn das öffentlich-rechtliche Fernsehen crasht, wenn das öffentlich-rechtliche Fernsehen an Einfluss verliert. Das sind die Organisationen der Zivilgesellschaft, das sind die Gewerkschaften, das sind die Umweltverbände, das sind die Frauenverbände, das sind alle die Leute, die über den Gremien Einfluss nehmen könnten, die über die Gremien über den Weg der Gremien auch Medienpolitik machen könnten. Und ich glaube, dass hier ist ja auch eigentlich auch der Ort, dass diese Position auch gestärkt wird. Nicht nur die Politik von oben, sondern vor allem auch die Politik von unten. Sie erwarten von mir nicht, dass ich das zusammenfasse, das tue ich nicht. Ich will nur einen Hinweis geben, mir hat eines besonders gut gefallen und das kam an vielen Stellen vor. Wir brauchen Menschen in diesen Gremien, die unabhängig sind. Weil nur wenn diese Menschen unabhängig sind und auch das sagen, wenn andere meinen, das darfst du jetzt nicht sagen, weil das nicht zu unserer Gruppe gehört, wenn sie es eben trotzdem tun, weil nur so lebt Diskurs. Und uns Journalisten meiner Zunft wünsche ich dann, dass wir möglichst viele da haben in den Gremien, die uns dann stützen, wenn wir mal wieder Ärger machen, denn das ist unser Job, dass wir Ärger machen, egal mit wem und egal für wen wir stehen und dass man dann auch mal den Puckel hinhält und sagt, ja, das ist dann eben so. Ich sag mal, wir können das aushalten. Dankeschön.